Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Star Revenge Zero Galaxy of Origins, ein Hack von Brodude. Nein, Moment, das muss ich anders machen. Super Mario 64, Star Revenge Zero Galaxy of Origins, ein Hack von Brodude. Das war auch nicht gut. Wir suchen noch zwei Sterne. Einmal das Icy Puzzle, das haben wir hier direkt vor uns. Und The Central Tower. Und dann haben wir dieses verruchte Level ebenfalls abgeschlossen. Ja, mit wenig Energie. Gehen wir das Ganze hier an, so wie es aussieht. Ich darf nicht in die Röhre, ne? Das war irgendwie... Aber ich komme auch so nicht an die Kette, warte mal. Ah, so komme ich an die Kette, okay. Der Mario, der alte Kettenraucher, der war... Was? Egal. Ja, ich brauchte jetzt irgendein anderes Wort mit Kette, es tut mir ja leid. Wuhu! Okay, hier ist jetzt wieder die Brücke. Und hier muss ich wahrscheinlich aufpassen. Hier ist es wahrscheinlich wirklich so wie bei Squid Game. Dass ein Glas mich ins Verderben stürzt und das andere nicht. Habe ich recht? Warte mal. Man kann hier unten drunter doch das andere... Ich hab's gewusst. Weil du konntest... Ich konnte es jetzt leider nicht mehr zeigen... Weil ich da unten gucken konnte. Aber du konntest ganz kurz die andere Brücke erkennen. Huch, huch. Ja, toll. Aber wenn ich es jetzt nicht mehr sehe. Kann ich das doch jetzt gar nicht mehr lösen. Ich möchte gerne lösen. Aber man lässt mich nicht. Ja, toll. So, oder was? Scheiße, Mann. Ja, so sehe ich doch nichts. Ja, das war's nicht. Okay, toll. Das ist natürlich jetzt super. Wenn ich so gucken muss, ist das doch scheiße. Was bin ich? Hier bin ich safe. Da bin ich's nicht und beim übernächsten bin ich's auch nicht, wenn ich das jetzt so richtig betrachte. Ne? Hoppa! Ah! Nee, dann habe ich es falsch betrachtet. Okay. Hier drauf bin ich aber safe. You saved me. Und auf dem nächsten bin ich safe. You saved me. Hier drauf bin ich nicht safe. You saved me, sozusagen. Muss ich jetzt hier drei Sprung machen? Oder kriege ich das irgendwie anders gelöst? Ah, fuck! Fast geschafft. So, die nächsten beiden sind wieder safe. Haha! Merke jetzt, dass ich 100 Münzen habe, ey. Voll cool. So, hier sehe ich jetzt aber leider nicht. Ah, guck mal, hier, das von dem Großen ist grün. Aber das Rote ist eine Reise voller Scheiße. Ah, hier habe ich doch immer meinen todesmutigen Wandsprung-Kombinationsgedönssprung. Genau, Kombinationssprung vor allem. Das funktioniert aber irgendwie nicht. Da muss ich mir mal was anderes einfallen lassen. Ah, okay, komm. Aber hier kann ich auf jeden Fall mit Weitsprung drüber. Ah! Dachte ich. Ist gar nicht notwendig, weil hier ist grün. Das sieht aber... Hä? Warte mal. Ich kann mich hier nicht umschauen. Also Mist, jetzt habe ich... Kameraperspektive. So. Ah. So. Ah! Wuhu. Gut. Der Block hier, der ist safe, genau. You saved me. Und dann müsste der vorne? Vorne dran ist das safe? Nee, ist nicht safe, okay. Das hätten wir schon mal. Oh Gott.
Puh, durchgekommen. Okay. Das war jetzt trotz allem gar nicht so leicht zu sehen. Es wäre halt schöner gewesen, wenn ich irgendwie nach unten hätte gucken können. Aber dann muss es halt so gehen, ne? Dann muss es halt so gehen. Ach, gut. Haben wir das Icy Puzzle damit gelöst? Oh, hier geht's noch weiter. Rutschpartie! Wahoo! Das war so klar. Ich wollte rutschen. Das ist wie bei den Sonic-Leveln. Bei den 2D-Sonic-Leveln, beim klassischen Sonic. Ja, du denkst, du kannst... Oh, jetzt nehme ich aber Fahrt auf. Jetzt werde ich aber richtig schnell auf einmal... Bring! Weil du gegen irgendeinen Roboter oder sonst was stößt. Und die schöne Geschwindigkeit, die du aufgebaut hast, ist für den Arsch. So wie alle Ringe, die du gesammelt hast bis dahin. Oh, ich habe 99 Ringe. Mir fehlt nur noch einer. Also bring! Oh. Naja. So kann ich jetzt einfach mal hier... Kann ich das jetzt hier einfach mal schaffen? No. Oh, die Kameraperspektive macht mich Wahnsinn. Ich weiß doch jetzt schon wieder nicht mehr, was unter mir ist. Wenn mich jetzt irgendeine Kacke erwartet, dann erwartet mich irgendeine Kacke. Lol. Okay, entschuldigt. Ich Idiot. Oh. Nein, das war cool. Ich bin kein Idiot. Das war geplant. Das war voll genial. Das war richtig. Das war schön. Doch, wirklich. Doch, ich freue mich darüber. So, und jetzt aufgepasst. Ha! Okay. Ja, ich gebe zu, das war jetzt kein Kunststück. Sagen wir es mal so. Aber es war schön, trotz allem. Would you like it to save? So, einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Okay. Darf ich jetzt hier wieder raus? Darf ich. Ey, cool. Hä? Okay, cool. Der rote Münzstern denkt sich, Bastjo, ich erscheine gerade nochmal. Ich weiß nicht warum, aber es ist schön. So, das Sandril Tower ist unser Problem. Na? Wie kommen wir denn zum Sandril Tower? Wo ist der Sandril Tower noch gleich? Wir hatten ihn schon mal gesehen, wir hatten auch den Stern gesehen. Meine ich? War das der? Oder war das dann der, den ich geholt habe? Falls ihr euch jetzt wundert, warum hat der Weehawk das denn alles wieder vergessen? nee, ich nehme das nicht am selben Tag auf. Also die letzten beiden Parts waren am selben Tag aufgenommen. Dieser hier ist jetzt schon wieder ein neuer Tag. Und deswegen nicht wundern, wenn ich da jetzt manches wieder vergessen habe. Ich glaube, dass ich hier hoch muss. Ich glaube, hier hoch ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Ich muss irgendwie außen an diesem Turm hoch. Haha! Oh. Wieso bleibe ich denn auch stehen? Wieso mache ich nicht ein... Mann! Wieso bleibe ich denn auch stehen? Wieso mache ich nicht einfach... Mann! So! Oh, Alter! Das war jetzt wirklich unnötig. Kann ich hier Wandsprung machen? Muss ich bestimmt. Guck mal. Oh. Ja, cool. Okay. Und dann bringt mich das zu Stern 2? Nee, das bringt mich zu Stern 1. Okay. Aber das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, oder? Muss das was Schlechtes? Ist das was Schlechtes? Ich glaube, das ist nichts Schlechtes. Ah, jetzt hast du es getan. Komm her. Habe ich dich nicht schon mal auf meine Liste der bösen Jungs gepackt? War das nicht so? Und dann hast du noch nie mehr Münzen. Dich habe ich schon voll gekillt. Jetzt habe ich dich sogar geoverkillt. Das Central Tower, also auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Oder ist das der Central... Nee, das ist nicht der Central Tower. Das war dieser lange Pfad, wo ich da unterwegs war. Wo ich ohne Save States mal lang gelaufen bin. Central Tower ist das hier. Das ist der Central Tower. Wie komme ich da hin? Da ist ein... Guck doch mal. Da ist ein Gebäude, über das wir eventuell... Mario, du machst die interessantesten Sachen. Und da ist auch ein Stern mit der Nummer 2. Seht ihr das da an der Wand? Es ist der richtige Weg. Wir müssen also über dieses Haus. Mein Haus! Als letztes haben wir die Aufgabe, Gewohnams Haus zu finden. Dann können wir die Sankrumis entdecken. Die uns daran hindern, zum zentralen Turm vorzudringen.
Wir gehen mit Gwon am Segen. Squadola! Wir gehen nicht mit Gwon am Segen. Oh Gott, warum mache ich denn nicht einfach so? Mal ganz ehrlich, das ist der einfachste Standardsprung und ich mache ihn nicht. Oh. Ja, aber wie sind nämlich überfauchend? Wie? Oh. Das Fauchen des Weehawk. Oh. Ja. So, jetzt bin ich schon mal hier oben drauf. Na? Und oben drauf ist immer was Feines. Oben drauf bedeutet, ich bin nicht mehr unten drunter. Fucking hell. Oh, wisst ihr was? Ich stelle mich einfach gerade rüber. Und dann kam ich diese Schräge mal. So. So. Haha, lieber Central Tower. Oder ist es vielleicht Santa's Tower? Ist hier der Weihnachtsmann drin? Ho, ho, ho! Ah! Okay. Es hat sich alles wieder beruhigt. Ha, ha, ha! Okay. Gar nicht so einfach hier hochzukommen tatsächlich. Also ich sage, das ist, also ich würde wirklich sagen, das war bisher das schwerste Level. Definitiv. Das wäre jetzt so ein Level, wo ich ohne Saves jetzt gar nicht zurande kommen würde. Aber trotz allem immer noch gut machbar. So, 58. Schön. Wir haben's. Guckt mal. Wir haben sie alle. Und damit sage ich Exit Course. Of course. Und wir gehen in Kurs Nummer 8. Wo auch immer der ist. Da ist Kurs Nummer 8. Oh. Oh. Das ist ja heiß. Die Erde ist ja heiß, Herr Lustig. Sage ich doch, Herr Nachbar. So, gucken wir erstmal. 880 Münzenstern. Lava to the power of three. Find the secret room. Cannons of the crater. From the bottom to the top. Inside the volcano. Blocky Tower Climb. An dieser Stelle herzliche Grüße an Blocky. Crazy Lava Action. Crazy Lava Action klingt also richtig cool. Also, mal ehrlich, wer würde denn nicht gerne eine Mission spielen, die Crazy Lava Action heißt? Das ist richtig. Also, das verspricht Spannung. Das verspricht Spaß. Haha, richtig Spaß. Wuhu! Hey, Bully! Das Miststück ist besiegt. Bulli, das Miststück. Ah, dafür, das war Karma. Das war einfach richtig Karma. Oh, scheiße. Ha, doch nicht scheiße. Ja, das war mir klar, dass du mich töten willst. Aber jetzt kommt dein Karma, mein Freund. Von mir aus bleibt da überhaupt kein Problem mit. Weißt du, weil ich muss dich gar nicht töten. Bleib einfach, wo du bist. Das ist gar kein Thema. So. Okidoki. Nein. Oh, ich dachte schon. Ach, jetzt muss ich in die Röhre. Ich hatte gehofft, jetzt kommt dir was Kurzes, da ich irgendwie noch einen dritten Stern krieg. Wandsprung. Das war so klar, das war so klar, es war so klar. Ja, es geht aber. Aber nicht so. Ich muss ein bisschen höher kommen. Wie hoch kannst du kommen, Kleinhawk LP?
Ja, legt's mich doch am Arsch. Ich hab's doch fast geschafft, hätte ich's doch durch Zippelklatscher. Da war schon wieder das Fauchen des Weehawks. Habt ihr's gehört? Ja genau, schnapp dir das Energieding noch, bevor du es überhaupt nötig hast. Das ist eine super Taktik, um das hier zu schaffen. Wir haben es aber trotzdem geschafft. Ey Mann, ich hätte es beinahe ohne Safe States geschafft. Oh Mann. Egal, ich habe meinen dritten Stern, ich bin zufrieden. War das die Nummer 2? Ja. Find the secret room. Of Doom. Ja, früher war alles Of Doom. Weiß gar nicht, wie oft ich Of Doom gesagt habe 2010. War einfach alles Of Doom. Ich glaube sogar, vor allem bei Tonic Trouble war einfach alles Of Doom. Hey, hier ist 1 und 1. Das machen wir noch schnell. Komm, vielleicht schaffen wir es. Richtig, 1 und 1. Und wenn bei Ihnen etwas nicht richtig läuft, oh, das sieht nach Lavasprüngen aus. Oh, das sieht nach Lavasprüngen aus. Oh, das sieht richtig nach Lavasprüngen aus. Das sieht nach Lavasprüngen aus. Ich habe jetzt wieder Lava im Arsch. Lava im Arsch. Du machst Sprünge mit Lava im Arsch. Es geht immer weiter mit der Lava im Arsch. Bist du schaffst, ja, ich weiß es nicht. Du musst einen Lavasprung machen mit deinem Arsch, ich weiß es nicht. Oder die Lava, die winkt dich um. Boah, erste Etappe schon mal geschafft. Und das habe ich befürchtet. Ah. Oh, das ist nicht leicht. Oh. Am besten hier an der Kante nochmal und dann voll rüber. Oh, das reicht auch nicht. Dann muss ich... Ah, ja. Genau. Und dann hätte ich dasselbe... Oh, das ist schwer. Das ist richtig schwer. Ich mache mal hier Safe State. Weil das ist hier jetzt durchzukommen, ist... Das verlangt schon einiges an Skill jetzt hier. Oh, ich sehe überhaupt nichts. Wir hätten es fast geschafft. Wir hätten es fast geschafft. Tschüss, Mario, ohne wie er sich den Hintern hält, während er runterfällt. Lava im Arsch, du machst Sprünge mit Lava im Arsch. Es geht immer weiter mit der Lava im Arsch. Bist du schaffst, ja, ich weiß es nicht. Du musst einen Lavasprung machen mit deinem Arsch, ich weiß es nicht. Oder die Lava, die winkt dich um. Ey, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, cool. Boah, krass. Would you like it to save? Bulli, halt's mal. Also jetzt kriegst du aufs Maul. Pass mal auf. Du willst mir meinen Triumph hier zunichte machen? Jetzt kriegst du ordentlich aufs Maul hier. Komm her, du! Du dumme Sau. Also wirklich, also jetzt reicht's mir. So ist das also, ja? Du willst mit mir anlegen. Tschüss, Mann. Pisser.